dass die die Wirtschaft so wenig berücksichtigen. Weil bisher habe ich immer das so empfunden, dass die Politik der Wirtschaft hörig ist. Und jetzt stehen wir irgendwie vor einem Scherbenhaufen und ich bin mir sicher, dass dieser Scherbenhaufen noch wachsen wird, weil ich glaube nicht daran, dass einfach dieses Viruschen dann irgendwie weg ist und dann ist wieder alles wie vorher. Das wird nicht, ich glaube das nicht, ja. Ich glaube, dass jetzt unsere Aufgabe ist, als das System crasht irgendwie, aber es wäre für uns sehr nützlich, wenn es sich nicht ganz ins Sand zerbröselt, ja, wenn die Scherben noch so groß sind, dass wir daraus was Neues bauen können, ungefähr. Also das ist so ungefähr mein Bild. Also was mich beeindruckt und vor allem auch Lia als unsere Tochter irgendwie glücklich macht an dem Ganzen, sind diese Berichte, die man hört, also über die Natur, ja, wie schnell sich da Sachen verändern. Also dass in Venedig die Kanäle wieder klares Wasser führen, dass da Fische herumschwimmen, die man sieht, ja, man sieht bis zum Grund, dass in China die Luft einfach viel besser ist. Und ich sehe das Ganze so, dass wir jetzt in einem, ich sag mal, kriegsähnlichen Zustand sind, also Ausgangssperre, ja, wir werden quasi bestimmt, wir haben nichts zu sagen, es ist Notstand. Notstand, genau, also, aber es fliegen keine Bomben, ja, und unsere Söhne werden nicht als Kanonenfutter verbraucht.